Das Leben ist lebenswert bis zum Schluss. Und es braucht einfach dieses Miteinander. Und ich kann die Würde eines Menschen, die kann sich der Mensch nicht selber geben. Das kann nur jemand ander ihm die Würde geben. Und die muss bewahrt bleiben. Hallo, ich bin die Monika, bin diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester im Palliativteam in einem Krankenhaus. Unsere Patienten sind meist Krebspatienten mit weit fortgeschrittenen Stadien, aber auch andere schwere, unheilbare Erkrankungen, wo die Lebenszeit begrenzt ist. Es ist oft zu bemerken, dass so in Familien, wenn eine schwere Erkrankung da ist, dass der Patient seine Familie schonen möchte und nicht ganz ehrlich sagt, wie es ihm wirklich geht, beziehungsweise Angehörige sich schwer tun, es konkret mit dem Patienten anzusprechen, was gerade da ist. Und dann merken wir, dass es oft leichter ist, wenn jemand Außenstehender das Thema anspricht und dass sie dann aber, auch wenn das Gespräch ernst ist, auch traurig ist, aber dass sie dann auch was löst, dass danach oft eine Erleichterung zu merken ist und wo wir auch immer wieder die Rückmeldung kriegen, das war noch gut, dass wir das auch so angesprochen haben. Das ist immer wieder Nachfragen, beziehungsweise auch offen anzusprechen, ist einfach ganz, ganz wichtig. Patienten äußern schon auch so, ich will nimmer, ja, oder ich will so nicht mehr. Ja. Und da ist es auch oft so, das, ja, was ist es, was das jetzt so unerträglich macht. Ja. Es ist auch schon dieses Zugeben, dass da Schmerzen da sind oder auch dieses nicht mehr autonom sein zu können, dass man abhängig ist, dass man pflegebedürftig wird, immer mehr wird, wo man so dieses, wie weit kann ich mich meiner Familie oder meinen Angehörigen zumuten, das ist schon auch Thema. Und da ist es auch gerade so ganz ein großes Thema, auch dieses Hilfe annehmen. Und das ist sehr unterschiedlich von Patient zu Patient. Es gibt viele, die sich einfach wirklich sehr schwer damit tun. Wenn es gesetzlich erlaubt ist, Beihilfe zum Suizid, dann glaube ich schon, dass das was in unserer Arbeit macht. Dass die Frage, wohin will der Patient, was ist erlaubt, beziehungsweise dass Angehörige einen indirekten Druck auch ausüben. Es ist eher so diese Unsicherheit da bei Angehörigen, wenn sich der Zustand des Patienten verschlechtert und so das Sterben immer näher kommt. Was kommt da auf uns zu? Werde ich das schaffen? Wird das zeitlich alles ausgehen? Und bei manchen merkt man dann auch, ich möchte das Beste, ja, für meine Mama, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen werde und was braucht es denn da noch alles? Und da vermitteln wir immer, dass wir Anker sind für den Patienten und seine Familie, dass wenn es was gibt, sie bei uns telefonisch sich melden können und das gibt Sicherheit. Und ich glaube, es braucht einfach dieses Sicherheitgebende, ich habe wo Ansprechpersonen, wenn die Not zunimmt. Ich persönlich spreche mich dagegen aus, dass das gesetzlich verankert wird, weil ich wirklich Sorge habe, dass es, auch wenn es heißt, es wird vereinzelt nur wahrgenommen werden, dass es dann doch auch gesellschaftlich ein großes Thema werden kann. Denn es gibt einfach viele alte Menschen, gerade im Pflegeheim, die auch immer wieder sagen, ich will nicht mehr, der Herrgott hat auf mich vergessen, ich bin ja nichts mehr wert. Und das dann wird einfach Druck machen. Das Leben ist lebenswert bis zum Schluss.
Und es braucht einfach dieses Miteinander. Und ich kann die Würde eines Menschen, die kann sich der Mensch nicht selber geben. Das kann nur jemand anderer ihm die Würde geben. Und die muss bewahrt bleiben.